Guten Morgen, heute ist der 12.05.2023 und heute das Thema des Videos ist, und das ist Teil 15, das Thema des Videos wird sein, die Wasserversorgung hier oben. Also, als wir anfingen, als ich hier angefangen habe, gab es keine Wasserversorgung. Ursprünglich wurde das Haus versorgt von einer Quelle, die unten im Tal ist. Und es gab eine Pumpe, eine sogenannte Ram Pump, die mit Wasserdruck mechanisch arbeitet. Eine Pumpe, die hat eine Membran und die schwingt so hoch und runter. Und ein Teil vom Wasser fließt dann ab, als für die Energie gebraucht wird, und einen anderen Teil wird dann hochgepumpt. Und sie haben das tatsächlich von da unten bis hier hochgepumpt, was ungefähr mindestens 250 Meter Höhenunterschied ist. Also diese Pumpe ist sehr powerful. Als ich kam, war das natürlich alles schon kaputt und die Leitung war weg und es gab zwar noch eine Leitung von den Wasserwerken, die mal gebaut wurde, die bis ganz oben hinging, weil die haben mal da oben nach Öl gebohrt und da brauchten sie Wasser und da haben sie eben diese Wasserleitung gebaut von hier bis ins Dorf hoch. Und da war ich dann auch angeschlossen, aber als ich kam, war das nicht funktionell. Und da haben wir am Anfang, musste ich immer 3 Wassertonnen hinten auf den VW-Bus tun. Und bevor ich hier hochgefahren bin, musste ich die immer auffüllen. Und das brauchte ich schon allein als Gewicht auf der Hinterachse, weil das eben so rutschig war und so eine Schlammpiste war, dass ohne das Gewicht wir gar nicht hier hochgekommen wären. Also ich wäre gar nicht hier hochgekommen. Und ich musste auch noch, zusätzlich musste ich auch noch die Reifen ablassen. Das hatte ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Musste die Reifen immer zur Hälfte ablassen. Und dann habe ich immer gleich eine kleine Ansprache gegeben. Leute, jetzt müsst ihr euch wirklich festhalten. Jetzt wird es ganz rough. Und dann war es auch eine ungefähr 600 Meter Tour, den Berg hoch. Totaler Schlamm und mit Felsen dazwischen und ich bin da hochgebrochen mit den 3 Wassertonnen und den Gästen und den Einkäufen und was noch alles drauf war. Kühlung war damals Eis. Ich bin immer zur Eisfabrik, habe solche Eisblocks geholt. Das war dann oft schon nach dem Flughafen. Es gab eine Eisfabrik in Montego Bay und eine hier in der Gegend und dann bin ich nach der Abholung bin ich dann immer meistens zur Eisfabrik in Montego Bay gefahren, habe da einen Eisblock geholt. Und dann sind wir eben mit dem Wasser und dem Eis und den Gästen und den Einkäufen hier den Berg hoch gefahren. Und manchmal ist er dann auch stecken geblieben, dann mussten die mir ein bisschen helfen, waren meistens genug Leute und dann haben die da geschoben und weil er natürlich Hinterradantrieb hatte, der VW-Bus. Das war ja, er hat ja diesen Boxermotor hinten drin und hat den Schlamm ganz schön hoch und die waren oft von oben bis unten mit Schlamm bedingt. Und dann sind wir oben angekommen und ich habe mich natürlich entschuldigt und habe gesagt, sorry, das tut mir jetzt wirklich mal, ach, kein Problem, jetzt gehen wir einfach unter die Dusche und so. Und dann habe ich gesagt, Dusche ist jetzt gerade nicht, hier sind die Wassertonnen und hier gibt es einen Schlauch, den könnt ihr euch da rein, machen wir da rein. Und dann haben sie natürlich ein bisschen geschaut, aber es hat der Stimmung alles gar nichts ausgemacht. Es war eben einfach Party angesagt, junge Leute. Und wie auch immer, dann wurde das halt gemacht. Gut, später dann habe ich das geschafft, dass die Leitung wieder aktiviert wurde.
Und wir hatten, da gab es eine sehr große, also wir hatten eine fette Pumpe da unten drin und so. Und dann irgendwann ist diese, da hatten wir dann auch Wasser. Dann irgendwann ist die Pumpe kaputt gegangen und dann haben sie eine neue Pumpe besorgt. Die war leider nicht mehr so stark wie die ursprüngliche Pumpe. Und ich musste dann, um Wasser zu bekommen, musste ich nachts um 12, zwischen 12 und 1 runterfahren, musste beide Distrikten abschalten, damit der Druck hoch genug war. Dann kam das Wasser zu mir, ist in meinen Tank reingekommen. Und um 5 Uhr morgens musste ich wieder runterkommen, bevor die ersten Leute aufgewacht sind und alles wieder umschalten. Ja. Und das war natürlich eine Tortur. Ich war eh schon, hatte eh schon wenig Schlaf zu der Zeit und dann noch das dazu, war natürlich echt eine zusätzliche Belastung. Naja, irgendwann habe ich dann hier einfach überall Regenrinnen und Leitungen gebaut und habe das alles in meinen Tank geleitet. Und ab da hatten wir dann Ruhe, weil jetzt habe ich einen großen Wassertank und habe meine eigene Wasserversorgung. Und dann, ja, dann war die Leitung natürlich gar nicht mehr benutzt und schwuppdiwupp wurde die auch dann komplett weggeklaut. Aber es ist mir jetzt auch egal, weil ich brauche das eh nicht mehr. Und je mehr man sich hier selbstständig macht und von den Versorgern entkoppelt, desto besser ist es. Ja, gut, das war die Wasserversorgung. Und wie ihr seht, das ist eben auch alles, was normalerweise in westlichen Ländern, da denkt man gar nicht drüber nach, über eine Stromversorgung, Wasserversorgung, Kühlung. Das ist alles selbstverständlich. Man macht halt den Hahn auf oder macht den Stecker an ja, und dann hat man alles. Das war hier einfach nicht selbstverständlich. Es war alles ein langer Kampf, bis das eben alles, ein langer Prozess, bis das alles eben jetzt so funktioniert hat wie jetzt und dann eben ohne Versorgung, ja, von außen, sondern es ist einfach der Weg, den man gehen muss in Jamaika. Am besten, man versorgt sich mit allem selber, weil jetzt ist es oft so, dass ich hier oben sitze und hier ist hell erleuchtet und ich schaue runter ins Dorf. Und die haben wieder mal einen Powercut da unten und da alles ist dunkel da unten und ich sitze hier schön im Hellen, habe mein Strom und mein Internet und so. Und das ist halt einfach, wie man das machen muss hier in Jamaika. So, gut, das war's erstmal für heute. Wie gesagt, bitte liked und subscribe das Video, wenn es euch gefallen hat. Und eine kleine Donation wäre auch schön auf PayPal, coolescam@gmail.com. Und wenn es nur ein paar Euro sind, hilft mir alles momentan. Die Situation wird bald besser werden, da werde ich das nicht mehr einfügen müssen. Aber bis jetzt ist es halt eben, ich bin eben in einer kritischen Zeit. Und vor allen Dingen, bitte kommt mich besuchen. Hey, das ist vielleicht das letzte Jahr in Charleston. Und kommt mich besuchen, lass uns noch mal ein letztes schönes Jahr haben, Party hier. Es ist hier alles da, es ist alles fertig, alles bereit für euch. Flüge sind momentan sehr günstig, also TUI aus Belgien fliegt ich habe jetzt gerade einen Flug gesehen, für 450 hin und zurück. Aus Amsterdam ist auch um die 500. Condor hat Flüge momentan für ungefähr 700 hin und zurück. Also, auch wenn es normal die Flüge schon teuer sind, aber momentan sind sie recht günstig. Kommt mich besuchen, Leute. Lasst uns nochmal hier eine schöne Party starten. Und let us revive the vibes von the old times. Also dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video.